Herzlich willkommen zu Fun & Drive, dem Automagazin mit flapsiger Freude an faden Floskeln. Ich sag mal so, wir haben wieder ein Paket geschnürt mit Soforthilfen für die ampelkonforme Klimakatastrophe. Und am Ende des Tages werden wir die Situation genau analysieren, denn ein Weiter-so wird es mit uns nicht geben. Denn wir müssen sofort handeln. Vielseitig, kompakt, robust und auch ein bisschen Gelände. Das sind die wichtigsten Eigenschaften von Softrodern. Anders ausgedrückt, der hier kommt auch mal auf einem Feldweg klar, bietet auf dem Asphalt gute Fahreigenschaften und nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Preise fallen kleiner aus als bei den großen Vorbildern. Den Opel Mokka gibt es schon länger, aber in der zweiten Generation hat er sich massiv verändert. Die reine Elektrovariante hatten wir vor kurzem vorgestellt. Heute fährt der Verbrenner vor und der kommt als 1,2 Liter Dreizylinder-Turbobenziner mit 130 PS Leistung. Das kleine SUV ist ein Crossover und auf den ersten Blick nicht von der elektrischen Variante zu unterscheiden. Eckiger Schick, klar und unverschnörkelt, steht leicht erhöht und wirkt optisch trotzdem recht dynamisch. Einziger Zierrat, die steile Falte in der Motorhaube, ein kleiner schnittiger Hingucker. Alles in allem sieht er nicht nur kompakter aus, er ist es auch. Mit 4,15 Meter immerhin 13 cm kürzer als das Vorgängermodell, noch kürzer ist nur der Corsa. Dafür ist der neue etwas breiter und flacher geworden und genau das macht ihn schon im Stand dynamisch. Beim Fahren ist er natürlich kein Rennwagen. Der Dreizylinder braucht 9,2 Sekunden bis 100, aber bis 200 Spitze hält er mit. Fahrwerk, Federung und Lenkung sind gut und stramm abgestimmt. Das macht durchaus einen flotten Fahrstil möglich, wenn dem Fahrer der Gasfuß juckt, zumindest mit unserer Sechsgangschaltung. Das Praktische an solchen Fahrzeugen ist ja, dass man auch vor im Navi nicht erfassten Straßen und Feldwegen keine Angst haben muss. Von anspruchsvollen Geländegängen sei abgeraten, das wäre ein Fall von unsachgemäßer Behandlung. Alles, was Autofahren angenehm und sicher macht, ist hingegen an Bord. Wer vorne sitzt, schaut auf ein imposantes digitales Panel, das sich bis über die Mitte des Wagens hinaus durchzieht. Also so weit, dass der Beifahrende auch noch was davon hat. Die Anzeigen sind aber so eingerichtet, dass der Fahrer alle wichtigen Infos stets im Blick hat. Über die Displays laufen neben den Fahrzeuginfos wie Geschwindigkeit, Drehzahl oder Navigation auch die Bedienung von Radio, Telefon und Musiksystemen. Andere Basisfunktionen wie Heizung oder Lüftung steuert man noch über direkt erreichbare Knöpfe und Regler. Zu haben ist der Mokka als Benziner ab einem Basispreis von 20.000 Euro. Unser 130 PS Mokka mit rot-schwarzer Lackierung und etlichen Extras kostet am Ende stolze 35.000 Euro. Nur mal zum Vergleich, der rein elektrische Mokka E startet bei gut 34.000 Euro, worin der Herstellerbonus schon enthalten ist. Inklusive der rund 6.000 staatlicher Prämie landet man also bei ca. 28.000 Euro. Wenn das persönliche Streckenprofil und die Ladeinfrastruktur vor Ort passen, wäre das besonders in Ballungsräumen eine Alternative. Wem allerdings auch ohne Staatsgutschein Benzin gut scheint, der kann mit dem neuen Mokka auch auf abgelegenem Land ein Stück Lifestyle demonstrieren. Toll, der ganze Text ohne die koffeinösen Anspielungen auf den Modellnamen.